Viola Fit, eine einzigartige Chance jetzt auch für die Bundesliga, im Speziellen für die Austria. Ich darf hier auf fast 30 Jahre zurückgreifen in berufsbegleitender, messbarer Bildung. Wir haben das bei vielen Sportlern im Rahmen der Harreiter Akademie erreicht. Ich denke hier an Thomas Sickerer, an Andy Schiener, der ehemalige Austria- und Innsbruck-Spieler. Das geht weiter bis zu Alexandra Meisnitzer, bis hin zum ORF-Kommentator Ernst Hausleiter etc. Und zu vielen, die in der Praxis die Herausforderung Zukunft angenommen haben. Viola Fit, Karriereplanung beim FK Austria Wien. Sie wissen, dass wir seit vielen Jahren das Thema gerade im Akademiebereich, duale Ausbildung, schon als wirkliche Säule in unserem Ausbildungsprogramm haben, dass neben der guten sportlichen Ausbildung auch die schulische Ausbildung nicht zu kurz kommt. Was wäre der Idealfall, sage ich, wenn wir von ganz unten als Kind bis zum jugendlichen Spieler, Profi, einen Unternehmer herausbringen, der dann auch noch Sponsor der Austria wird. So, ich hoffe, das erlebe ich die nächsten 7 bis 8 Jahren. Beim Andy Schiener haben wir das schon geschafft, beim Tommy Sickerer haben wir das schon geschafft, bei der Alex Meisnitz haben wir es schon geschafft. Also es ist nicht irgendetwas, was wir nicht schon realisiert haben. Und das ist dann Austria und genau hier gilt es, den Vorsprung dann nicht nur zu halten, sondern auszubauen. Mein klares Ziel ist hier, 2018 hier die klare Nummer 1 auf diesem Sektor zu sein, in Wien, aber dann auch in Österreich. Und mit diesem Bildungsvorbild, wir können nicht auf die Politiker warten, wir brauchen nur das Kürzel verwenden, TUN, tun. Und ich sage immer, Leute mit Hingabe, Ausdauer und Begeisterung können Berge versetzen. Und genauso ist also am Markt auch wichtig, wenn der Markt schneller ist als das Unternehmen, dann ist das Ende nah. Hier setzt Austria positive Schritte. Ich darf mich auch bei dir, lieber Markus, bei Magister Kretschmer herzlich bedanken. Er steht voll zu dieser Initiative. Wir sind jetzt gefordert, wir haben das intern soweit schon präsentiert. Es ist vom gesamten Team mitgetragen worden und es wird eine spannende neue Aufgabe. Wir haben uns aber entschlossen, dieses Thema Karriereplanung, Ausbildung noch intensiver zu bearbeiten und haben mit dem Raimund Harreiter, der uns schon seit einigen Jahren als Sponsor begleitet, und ich darf an dieser Stelle auch bekannt geben, dass der grundsätzlich zu Saisonende auslaufende Sponsorvertrag vorzeitig bis 2018 verlängert wurde. Ich bedanke mich auch sehr dafür beim Raimund. Und er ist seit Jänner im Präsidium vertreten und seit vielen Jahren, Sie sehen Sie in der Unterlage, in diesem Bereich tätig und hat gesagt, wir wollen das ganze Thema intensivieren. Das hat jetzt die letzten Monate in Anspruch genommen. Vorab natürlich einmal danke für das Vertrauen, was der Raimund, natürlich auch du, Markus, oder generell der Club in mich steckt. Ich habe oft auch schon erwähnt, dass Austria Wien meine neue Heimat geworden ist. Ich habe ja vorher schon auch bei anderen Clubs gespielt, aber ich denke, die letzten Jahre habe ich es immer wieder auch hervorgestrichen und versucht auch zu beweisen, dass ich mich einfach irgendwo da wiedergefunden habe in dem Verein auch und dass ich echt immer auch versucht habe vorzuleben, einfach auch, was wir oft diskutiert haben, über Dienst nach Vorschrift hinaus das zu leben und wie dann natürlich dieses Angebot gekommen ist und war das natürlich auch in einer Phase, wo bei mir auch persönlich sehr, sehr viel passiert gerade ist. Ich habe mir natürlich auch immer in der Zukunft Gedanken gemacht, wie soll es weitergehen und die Chance, die mir hier jetzt geboten wird, die habe ich natürlich dann schon auch sofort beim Schopf gepackt, weil ich sehe da riesiges Potenzial. Auch das Thema Bildung ist einfach etwas, was für die Zukunft wirklich etwas wird, wo man sich vielleicht auch von Mitbewerbern abheben wird können und das wollen wir jetzt einfach auch hier den Jugendlichen, aber eben nicht nur den Jugendlichen, sondern einfach auch den anderen beteiligten Personen bei Austria Wien, und da spreche ich einfach auch die Organisation und Verwaltung an. Also wir wollen jetzt nicht nur mit den Jungs, die am Platz stehen, zusammenarbeiten und die fördern, sondern wir wollen sich auch ausweiten auf die Management-Ebene, und deswegen sehe ich da ein riesiges Betätigungsfeld und das ist einfach eine riesengroße, spannende Aufgabe für mich. Was hat mich bewegt, bei der Austria hier dieses einzigartige Bildungssystem jetzt sofort zu implementieren, das sich, wie gesagt, seit 29 Jahren jetzt hervorragend bewährt hat? In rund 6 Monaten haben wir intensiv daran gearbeitet, dass wir inhaltlich für Profispieler, für die Karriere danach, die bei der Austria immer mit 15 beginnen muss, und das war seit eh und je schon einer unserer Erfolgsgeheimnisse. Ich erinnere, ich habe eine eigene Fußball-HTL in Weidhofen. Die Karriere danach beginnt immer mit 15 und das wird bei der Austria dann sogar noch ein bisschen früher sein. Und wir wollen eine einzigartige Individualförderung hier implementieren. Was meine ich damit?
Zum Beispiel bei Spielern, ob es jetzt bei den Amateuren sind oder bei den Profis. Man hat unterschiedlichste Ausgangspositionen. Das kann zum einen sein, der eine ist Maturant, der andere hat einen Beruf. Der dritte vielleicht die Pflichtschule und der andere unter Umständen nicht mal das ganz. Aber es geht, dass dann nicht das Fallbeil runterfällt, sondern hier wirklich geordnet weitergegangen werden kann. Und diese Individualförderung ist einer der größten Herausforderungen, wo wir Praxiserfahrung haben. Wir werden nach Analyse mit den einzelnen Spielern die begleiten, wann immer der will, flexibel und auch zeitlich. Der eine, je nach Ausgangsposition, schafft das in einer kürzeren Zeit, der andere braucht meinetwegen ein bisschen länger. Aber die Zeit danach soll auch dann wieder zu neuen Optimismus führen. Wir wollen natürlich das auch intensiv machen. Je nach Talent kann im Idealfall dann ein MBA-Studium für Marketingmanagement oder Sport- oder Eventmanagement abgeschlossen werden. Das wäre das Leitbild für das Ganze. Es passiert gerade sehr viel bei mir und das ist jetzt eben etwas, wo ich sage, da kann in den nächsten Jahren auf alle Fälle aufgehen. Ich werde sehr viel auch dazulernen. Thema Lernen, ich bin auch seit Mai im Prozess des MBA-Studiums. Ich habe auch am Mittwoch meine erste Klausur gehabt. An dieser Stelle muss ich mich auch bedanken eben bei den beteiligten Personen, sprich Andi Ogris und dem Trainerteam, weil es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ich dann für diese Termine frei bekomme und da wird mir sehr, sehr viel Verständnis entgegengebracht und ich hoffe, ich kann das auch irgendwo zurückgeben und da muss ich einen riesen Dank aussprechen, auch weil ich ja seit Mai in der Trainerausbildung tätig bin und als U14 Co-Trainer in der Akademie drüben tätig bin, auch da muss ich Danke sagen für das Verständnis, dass ja auch nicht jedes Training anwesend sein kann, weil es einfach der Terminplan nicht erlaubt und ich versuche mir einfach jetzt auf verschiedene Säulen aufzustellen und einfach das, was ich immer vorher als Spieler gepredigt habe, dass ich einfach wirklich stolz bin, bei diesem Club zu sein, dass es einfach auch jetzt über die Karriere hinaus tun, weil mit 2017 werde ich definitiv die Schuhe an die Wand hängen, dass ich einfach auch darüber hinaus meinen vollen Ehrgeiz dem Club gegenüber zur Verfügung stelle und ich freue mich auf die Aufgabe und bin schon gespannt, was da jetzt noch auf uns dazukommt. Bei den Kindern selbst, wo wir mit 8 Jahren beginnen wollen, von der Begrüßung her bis Bitte, Danke, visuelle Programme, Lernprogramme etc. hier einführen. Und bei den Erwachsenen geht es vor allem darum, sollte einmal verletzt sein, dass wirklich das nicht heißt, jetzt ist mein Ende oder die Angstzustände da sind. Hier danke ich auch den Vorstand, auch dem Präsidium, wo wir hier ganz klare Zustimmung gefunden haben und natürlich sollte es mittelfristig auch in Richtung Ganztagsbeschäftigung gehen bei den Profis. Hier haben wir viel Potenzial nach oben und wenn wir das Drei-Säulen-Modell uns hernehmen, bei den Betrieben ist immer das Technologische, das Wirtschaftliche und das Soziale, bei der Austria heißt das sportlich, Konstanz, die organisatorisch-wirtschaftliche Fundamentalität, da denke ich an die Eigenkapitalisierung und die letzte Säule, die soziale, wird immer wichtiger. Hier zeichnet sich Austria wirklich hervorragend aus und das wird auch einer unserer Herzensangelegenheiten sein in dem Bereich Bildung, dass man hier sowohl im Innenverhältnis jede Menge an Programmen bieten kann. Das heißt, sämtliche Teammitglieder, die nicht nur sportlich, sondern auch im Management oder im Alltag beschäftigt sind, kriegen hier einzigartige Möglichkeiten. Gleiche Sprache nach außen ist ein Thema. Und wir wollen bis 2018 der freundlichste Bundesliga-Club sein, der parallel natürlich auch sportliche Erfolge feiert, zumindest immer im Europacup dabei ist, aber die Kontinuität im Wachstum ist letzten Endes entscheidend. Und hier haben wir gerade aus der Praxis hier einzigartige Erfahrungen, die sofort eingebracht werden können. Einer der entscheidenden Punkte in der heutigen Welt, wo einen oft schon friert, wenn man jemandem gegenübersteht, ist, dass man wieder Wärme produziert. Nicht, weil ich in der Branche tätig bin, sondern eine Wohlfühlatmosphäre, gerade wenn man aus dem Ausland kommt, ein junger Mensch ist, das sollte auch einer unserer elementaren Dinge sein. Darum sind wir bei diesem Drei-Säulen-Modell, das sportlich, das organisatorische, letztere extrem wichtig, das soziale, ich bin absolut überzeugt, das ist der wesentliche Erfolgspfeiler in der Zukunft. Hier einen emotionalen Bezug zu finden im Innenverhältnis und natürlich auch in weiterer Folge dann zu den Gönnern und Sponsoren ist zentrales Thema und geht über die übliche berufsbegleitende messbare Bildung hinaus. Aber es ist ein Herzenswunsch und das haben wir auch realisiert. Wir haben auch in all den Dingen öfter, ob es jetzt St. Anna Kinderspital und so weiter war, wir haben auch soziale Einrichtungen gefördert.
Und was das Tolle ist bei allen Gönnern der Austria, wo wir bis jetzt das so weit einmal vorab, wo wir vorgefühlt haben, kommt das auf unglaublich großen Anklang hin.